So, wie war das denn jetzt? Gut, es hat mir sehr Spaß gemacht mit den ganzen Tanzen. Ja. Und war das auch was für Jungs? Also ich fand's ganz gut, das war lustig. Ja, ich fand's auch richtig gut, richtig anstrengend, auch richtig schwer. Aber letzten Endes richtig cool. Nintendo Switch hinter uns. Jetzt fangen wir mal mit dir an. Was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Also mir hat am besten Mario Kart 8 gefallen, vor allem mit den vielen anderen Spielern, aber die sind auch richtig gut, deswegen habe ich leider nur den 4. Platz erreicht. Ich fand das Splashtoon ganz cool, Mario Kart 8 und das, wo man so boxen musste, weil Splashtoon, da kann man einfach Farben rummachen und alles vollspritzen. Ich fand der Mario Kart auch am besten, weil es einfach lustig war, um zu gucken, wie gut die anderen sind. Genauso wie bei Splashtoon fand ich auch ganz cool, einfach zu sehen, wie die anderen Spieler auch das so können und wie die so spielen. Und lohnt sich das? Sollten wir es kaufen? Ja, lohnt sich sehr, weil man kann doch unterwegs einfach mal spielen. Richtig coole Grafik und richtig coole neue Spiele. Eigentlich lohnt es sich schon, weil wie schon gesagt, man kann es einfach während man unterwegs zum Beispiel oder so und ja. Also ich finde, es lohnt sich auch. Man kann es sich auch in groß kaufen, dann kann man es zu Hause spielen und in klein, da kannst du es immer spielen im Auto, wenn dir langweilig ist, wenn du nach zum Beispiel Italien fährst. Also es lohnt sich ganz garantiert. Also ich finde es richtig cool mit dem Karate, dass sie das genau merken, wann du schlägst, wann du das abfangen willst. Das passiert auch genau in dem Moment, das ist richtig cool. Leider gibt es das aber erst ab März zu kaufen. Echt schade. Aber ich denke, die Eltern sollten es den Kindern kaufen, weil die sind eh nicht so gut wie die Kinder. Aber vielleicht haben wir heute eine Chance, so einen zu gewinnen. Ich hoffe, wir schaffen es.